Tag minus 1, Seilansperrtour 2016, Freiheitshalle Hof. Wir haben hier heute den Aufbautag, Probetag. Morgen ist die erste Show. Wir sind heute nur Crew, zwei Nightliner, zwei Trucks, ein fehlendes Kabel am ersten Tag. Auf einmal steht alles 3 Stunden. Wichtig ist, dass kein Künstler an so einem Tag da ist. Die werden dann nur ungeduldig und wollen schon irgendwie spielen. Und es kommt dann jeder, könnte man vielleicht schon was machen? Ja, könnte ich vielleicht schon mal. Was ist, wenn ich mich, könnte ich da schon mal hinsetzen? Nein, könntest nicht, Alter. Martin, wie lange brauchst du circa? Was ist, wenn ich mal auf das einstellen und mal ausprobieren? Nein, Alter, geh einfach da. Schauen wir uns einfach mal an, was heute so abgeht. Jeden Tag wird ein anderer aus unserer Crew gefeatured, schauen, was die Jungs so machen. Am Anfang kann das schon mal ein bisschen holprig sein. Kamera auf einmal und was ist so? Hallo Roman, Tontechniker von Seiler und Speer. Hallo Martin. Was ist deine Aufgabe hier? Also ich versuche hier... Okay, das ist cool, danke. Ich weiß nicht, warum es so ist. Nach den ersten 2 Shows sind 90% der Fehler, die passieren können, ausgemerzt. Es ist immer der erste Transport, wo Sachen kaputt gehen, sich lockern, auseinanderfallen. Nach dem dritten Tag ist das alles meistens behoben. Alle Trassstapel sind jetzt ausgeladen und am Boden lagen einige Muttern und Schrauben. Wir werden uns jetzt auf die Suche begeben. Erster Tag, Probetag, kristallisieren sich da Sachen raus. Da und da fehlt was, da muss noch was geholt werden, da fehlt ein Kabel. Hast du die richtigen Adapterkabel eingepackt? Wo sind meine 9-Volt-Blöcke? Wir müssen noch einen Mikrokoffer holen. Wo ist der Kupferhammer? Du danken, Miss Manu. Ich habe mein Abschminkzeug vergessen. Stand da komplett rein. Keine schlechte Idee. Es war ja eigentlich gedacht, dass hier die Getränke ausgeben werden, dass der Seiler hergeht und sich ein Drangel nimmt. Da muss er halt dann davor gehen. Da muss er halt auf die Seiten gehen. Und da steht eine Lampe davor. Ja, das bringt gar nichts. Also es wird ja dann noch jeden Tag irgendwie eine andere Bühne stehen, weil man natürlich jetzt immer... Okay, was ist der Worst Case in dem Ding? Ja, ich halte es mal kurz. Stehen wir gleich wieder rein. Boden. Nein, da unten kannst du es nehmen. Ganz zu ruhig. Und da noch, rein noch. Was uns fehlt trotzdem ist das Mittelstück. Weil wir haben jetzt in der Mitte genau so 1 Meter Stück. Haben wir die lieben Jungs von LTE mit. Wir haben schon gemeinsam diverse spannende Touren gemacht, zum Beispiel Bushido. Das war echt lustig. Jetzt ja, sind wir ganz froh, dass es mal wieder geklappt hat. LTE waren so nett, dass sie ihr eigenes Case gebaut haben für die Tour, damit der Tonfraktion einiges an Arbeit ersparen. Es ist nur leider etwas groß geraten, zumindest für meinen Geschmack. Eigentlich ist das von der Höhe her ja, perfekt. Ne? Für uns perfekt. Also, ja, also ich finde es immer noch zu hoch. Ich lade Akkus. Wir machen Pässe, wir beschriften Funkgeräte. Habe ich irgendwen vergessen? So, das Mutter-Thema haben wir auch gelöst. Der Charlie hat es liegen lassen auf der Ladefläche beim Umräumen. Ganz einfach. Danke. So, Schnitt.